Seien wir mal ehrlich, wer heute Wert auf moderne Einrichtung legt, wird wohl kaum einen großen Turm von HiFi-Geräten in sein Wohnzimmer stellen. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man nicht trotzdem Musik hören möchte. Am besten sogar auf verschiedenste Arten, die man je nach Lust und Laune aussucht. Die Lösung für dieses Problem lässt sich mit drei kleinen Worten beschreiben. All in one. Die Gerätekategorie der Alleskönner hat in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit zugelegt und kommt in immer mehr Wohnungen zum Einsatz. Doch muss man bei der Zusammenlegung von vielen Geräten in eines nicht Qualitätseinbußen befürchten? Kann ein hochwertiges All-in-One-System wirklich eine gute Anlage im Vollformat ersetzen? Die badische Edelmanufaktur AVM beantwortet diese Frage mit dem Inspiration CS 2.3. Was das kompakte Multitalent alles kann, erfahrt ihr jetzt bei Leitkompakt. Dem Credo von All-in-One entsprechend vereint der CS 2.3 gleich mehrere Funktionen. Er ist gleichzeitig Quellgerät, Digital-Analog-Wandler, Vorverstärker und Endstufe. AVM entfernt sich bei seinem Kompaktgerät von der Designphilosophie der geraden Kanten und symmetrischen Aufteilung. So wurde dem CS 2.3 ein elegant zurückhaltendes, aber keineswegs langweiliges Design verliehen. Auch mit der Inspiration Line, zu der das Gerät gehört, möchte AVM kompromisslose Premium-Qualität bieten. Das macht sich hier ganz klar durch die enormen Materialstärken und die exzellente Verarbeitungsqualität des Gehäuses bemerkbar. Erhältlich in drei verschiedenen Farbvarianten kann das All-in-One-System an die jeweilige Wohnumgebung angepasst werden. Von vielen geliebt ist sicher die Version in klassischem Silber, die sich beinahe überall gut einfügt. Alternativ wird außerdem eine Variante angeboten, bei der das Gehäuse aus gebürstetem Aluminium in einem eleganten Schwarz auftritt. Der auch hier in Silber gehaltene Drehregler an der Front bringt dann ein wenig farblichen Kontrast ein. Die wohl auffälligste Variante ist aber klar die Cellini-Version des CS 2.3. Hier wird die Frontplatte eines schwarzen oder silbernen Gerätes zunächst voll verchromt und anschließend poliert. Mit dieser zwar aufpreispflichtigen Veredelung wird das recht kleine Gerät zu einem echten Hingucker. Zentrales Element des CS 2.3 ist seine Streaming-Plattform. AVM nutzt dafür die hauseigene X-Stream Engine, die bereits in den Referenzgeräten der badischen Manufaktur zum Einsatz kommt. Einmal per WLAN oder Kabel in das heimische Netzwerk eingebunden, kann der Streamer dann auf Musikdateien angeschlossener Server zugreifen. Dabei unterstützt das System zahlreiche Formate und Abtastraten. Über das Internet kann außerdem auf die Kataloge der Streamingdienste Qobuz, Tidal und Hi-Res Audio zugegriffen werden. Daneben ist das Gerät außerdem auch mit Spotify Connect kompatibel. Ein Internetradiodienst und ein Podcast-Service runden das Angebot ab. Neben dem Streaming war AVM außerdem wichtig, dass bei echtem All-in-One auch die CD nicht außen vor bleibt. Über den schmalen Schlitz an der Front finden die Tonträger Zugang zum Slot-In-Laufwerk des CS 2.3. Anders als bei vielen vergleichbaren Geräten wird hier tatsächlich ein echtes CD-Laufwerk genutzt. Im Gegensatz zu den oft eingesetzten DVD-Laufwerken sind diese paradoxerweise heute teurer, arbeiten dafür aber bei der Musikwiedergabe deutlich genauer. Neben Bluetooth, HDMI und AirPlay 2, die hier ebenfalls genutzt werden können, ist auch die Schallplatte heute wieder ein beliebtes Medium. Für die Verwendung mit Plattenspielern besitzt der CS 2.3 darum ein hochwertiges Phonomodul, das Moving Magnet und Moving Coil Tonabnehmersysteme unterstützt. Für eine optimale Anpassung von Quelle und Phonoverstärker liegen dem CS 2.3 mehrere Impedanzadapter bei, die an den passenden Anschlüssen auf der Rückseite eingesteckt werden können. Ein besonders praktisches Feature des CS 2.3 und seiner Digitalplattform ist das Multiroom-Streaming. Dabei können mehrere Geräte in verschiedene Zonen aufgeteilt werden, in denen die gleiche Musik läuft. Das ist in der RCX-App sehr einfach gelöst. Dafür tippt man einmal auf die Freigabe, dann hält man den Finger auf einem der Geräte und zieht dieses dann auf das gewünschte Mastergerät. Schon wird die Musik von dem einen System auch auf dem anderen gespielt. Das funktioniert hier aber nicht nur mit Musikdateien und Streamingdiensten, sondern mit allen Signalen. CD, Schallplatte und Fernsehton können so in verschiedene Räume übertragen werden. Die neue RCX-App ist das Kontrollzentrum des CS 2.3. Hier lassen sich alle Quellen, Server und Streamingdienste auswählen. Dank der Aufteilung in ein Menü und einen Wiedergabebildschirm bleiben wichtige Funktionen wie die Lautstärkeregelung immer griffbereit. Ein praktischer Home-Button ermöglicht, dass man umgehend wieder aus allen Untermenüs herausfindet, um neue Musik auszuwählen. Auch die interne Klangregelung des Systems lässt sich aus der App heraus aufrufen, sodass man Höhen, Tiefen, Balance und Lautness dem eigenen Geschmack anpassen kann.
Abseits der App können verschiedene Funktionen von AVMs Multitalent auch direkt am Gerät kontrolliert werden. Der flache Drehregler auf der rechten Seite ermöglicht mit geschmeidigem Lauf die Anpassung der Lautstärke. Dinge wie Play, Pause oder die Klangregelung können hingegen mit dem Touchfeld am unteren Rand des Displays bedient werden. Als Ergänzung zu App- und Bedientasten bietet AVM aber auch die optionale RC3 Fernbedienung an. Passend zum CS 2.3 ist auch sie aus stabilem Aluminium gefertigt. Für die Wandlung von digitalen Signalen ins Analoge verwendet AVM einen selektierten DAC-Chip aus der Premium-Serie von ESS. Bevor diese aber zum Einsatz kommt, werden die Datenströme zuerst vom Gerät auf eine höhere Abtastrate und Worttiefe hochgerechnet. Egal ob CD oder Hi-Res-Album, hier wird immer mit 192 kHz bei 24 Bit gewandelt. Das kann gerade niedrig aufgelösten Titeln zu verbesserter Bühnendarstellung und Detailwiedergabe verhelfen. Für den Antrieb angeschlossener Lautsprecher wird dann ein kräftiger Class-D-Verstärker genutzt. Pro Kanal liefert der CS 2.3 damit etwa 140 Watt Dauerleistung und ist so problemlos in der Lage, selbst mit recht großen Standlautsprechern kombiniert zu werden. Für den Anschluss an die verwendeten Boxen befinden sich an der Rückseite recht kleine, aber hochwertige Lautsprecherterminals, an denen sich Bananastecker ebenso verwenden lassen wie Kabel mit losen Litzen. AVM nutzt all sein Know-how auf dem Gebiet der All-in-One-Systeme, um den CS 2.3 so vielseitig wie möglich zu machen. Der kleine Streaming-Receiver ist hervorragend ausgestattet und kräftig genug, um tatsächlich selbst anspruchsvolle HiFi-Ketten ersetzen zu können. Dank seiner hochwertigen Bauteile und der ausgezeichneten Material- und Verarbeitungsqualität erfüllt er dabei außerdem die hohen Ansprüche, die an Geräte der Referenzklasse gestellt werden. Noch mehr Details und alle Klangeindrücke zum CS 2.3 erfahrt ihr in meinem ausführlichen Test. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte nicht auf den Like-Button zu drücken. Und wenn ihr auch in Zukunft über spannende Technikneuheiten informiert sein wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.